Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema Humanmedizin beschäftigt uns heute Nachmittag hier im Landtag. Wir haben ja letztmalig im Oktober 2017 in der Aktuellen Stunde auch auf Initiative unserer Fraktion über das Thema gesprochen. Wenn man sich mal die Ausgangslage vergegenwärtigt, das Durchschnittsalter der Allgemeinmediziner bei uns im Land liegt aktuell bei 54 Jahren. 148 niedergelassene Allgemeinmediziner werden in den nächsten 5 Jahren das Renteneintrittsalter erreichen. Derzeit sind bereits 125 Hausarztsitze unbesetzt. Dazu kommen 180 freie Stellen für Krankenhausärzte. Unser Schwerpunkt, und ich glaube, das ist auch in den letzten Wochen und Monaten deutlich geworden, liegt beim Thema Landärzte, weil ich glaube, der Bedarf ist dort sehr groß, auch wenn es sicherlich in den Zentren auch die eine oder andere Schwierigkeit gibt. Aber ich glaube, hier ist der Druck besonders groß. Mediziner sind zum Teil Goldstaub. Und die Frage ist daher, wie gehen wir bei der Vergabe von Studienplätzen mit diesem Goldstaub gerecht und entsprechend unserer Bedarfe um? Das Bundesverfassungsgericht nennt die Vergabepraxis, wie sie ja teilweise vollzogen wurde in den letzten Jahren, in Teilen als verfassungswidrig. Und was ist die Folge für Mecklenburg-Vorpommern daraus? Wir haben aktuell in Deutschland insgesamt rund 9.000 Medizinstudienplätze. Auf diese Studienplätze bewerben sich aktuell 40.000 junge Menschen. Und die Anforderungen bei der Vergabe von Medizinstudienplätzen haben sich seit den 70er Jahren immer weiter erhöht. Wenn man sich mal auch die Zahlen anschaut, das Verhältnis, im Wintersemester 94/95 standen noch 7.366 Studienplätze für 15.753 Bewerber zur Verfügung. 1999 genügte es, einen Abiturschnitt von 1,6 bis 2,2 zu haben, um einen Platz zu bekommen. Heute reden wir über Abiturbestenquoten, erforderlich von Noten von 1,0 bis 1,2. Und die Quote hat sich in den Jahren, in den 90er Jahren, so entwickelt, dass wir ca. 2 Bewerber auf einen Studienplatz haben. Und zurzeit ist es eher 5:1. Und wir leisten uns im Land 2 Volluniversitäten in Rostock und in Greifswald mit medizinischen Fakultäten. Das ist auch im Bundesländervergleich, glaube ich, eine ganze Menge. Rostock und Greifswald bieten jeweils rund 400 Erstsemester Medizinstudienplätze an. Und auch bei uns im Land gibt es circa 4-mal so viele Bewerber wie Plätze. Und daher kommen wir zu folgenden Fragen. Welche Folgen hat das eigentlich für die Bedarfe in unserem Land, gerade in den ländlichen Regionen? Wie viele Bewerber können wir als Landarzt gewinnen? Und was würde das auch bedeuten, beispielsweise für das Stipendienprogramm des Landes? Deswegen heute dieser Antrag, der Ihnen vorliegt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist aus unserer Sicht nur der erste Schritt. Denn an Bewerbern, wie ich gerade skizziert habe, mangelt es nicht. Und nun gibt es bereits aktuell schon Möglichkeiten, abseits eines 1,0er Abiturs zu studieren, Medizin zu studieren. Aber aus unserer Sicht ist das noch nicht ausreichend genug. Und ich wurde ja bei der Aktuellen Stunde, ich glaube vom Kollegen Dr. Jess war es ja, etwas kritisiert für meine Aussage. Ich habe ja die Zahl 2,4 dort als Abiturnote mal angeführt und gesagt, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, dass sozusagen mit der Abiturnote dann festgenagelt wird, dass diese Person kein guter Arzt werden kann. Da brauchen wir gar nicht über 2,4 reden. Ich habe in meinem Wahlkreis ein Beispiel gehabt, ein junger Mann, wo die Eltern bei mir waren, der 1,4er Abi hat, der sich sogar verpflichtet hätte, hier im ländlichen Raum als Landarzt zu arbeiten. Das hat aber nicht gereicht, um hier einen Medizinstudienplatz im Land zu bekommen. Und da merken wir doch, dass hier irgendwas unrund läuft. Und bevor wir uns Gedanken machen über irgendwelche Förderprogramme, sollten wir doch schauen, dass wir die Landeskinder, die wir im Land haben, die motiviert sind, die auch eine gute Ausbildung haben, hier hinbekommen. Und eine Note von 1,4 oder 1,7, da können Sie jetzt sich eine Zahl aussuchen, aus meiner Sicht. Das ist ja ein mehr als akzeptabler Abiturnotendurchschnitt. Und jeder Arbeitgeber und ich glaube, jeder Universitätsstudiengang würde diese ja mit Kusshand nehmen. Hier in Schwerin, glaube ich, brauchen wir gar nicht weiter schauen. Also damit kann man locker Abgeordneter werden, Mitarbeiter im Ministerium, sicherlich auch Staatssekretär und Minister. Aber Medizinstudium geht damit nicht. Das ist aus unserer Sicht etwas ungerecht und möchte sich man sich sozusagen auf den Weg machen, dann warten da am Ende des Tages wahrscheinlich bis zu 14 Wartesemestern. Das ist alles verschenkte Lebenszeit, in denen wir auf die jungen Leute nicht zurückgreifen können. Alternative ist dann halt, wie es viele auch machen,
kenne ich aus meinem Umfeld auch, dann ein sehr kostenintensives Studium im Ausland, nach Wien gehen einige woanders hin. Die sind aber dann aus meiner Sicht verloren, weil von denen kriegst du sehr wenige nur zurück, die dann bereit sind, ob es in Lübtheen oder in Duchero oder in Anklam oder wo auch immer, dort eine Landarztpraxis aufzumachen. Von daher, glaube ich, muss das Ziel sein, den Landeskindern hier auch in Mecklenburg-Vorpommern eine Perspektive zu geben. Und genau dort setzen wir an, denn wird der NC gesenkt, eröffnen wir auf jeden Fall neue Perspektiven. Und ich glaube, wir haben Bedarfe nicht nur im Bereich Landärzte, auch im öffentlichen Gesundheitsdienst, in Krankenhäusern. Und deswegen ist das aus unserer Sicht heute auch nur ein erster Schritt. Und wir müssen, glaube ich, auch über das Thema Steigerung der Ausbildungskapazitäten reden. Das habe ich in der Aktuellen Stunde deutlich gemacht, würde es auch hier gerne wiederholen. Und natürlich sind die Argumente bekannt. Jeder Studiengang, der sich irgendwo im philosophischen, soziologischen Bereich bewegt, ist natürlich deutlich günstiger. Es gibt ja so diese Zahl, so 4.000 Euro für einen Germanistikstudienplatz, weil man da logischerweise nicht so viel vorhalten muss, wie für einen Medizinstudienplatz, der bei 20.000 Euro angesetzt wird, sind die Zahlen natürlich auch nicht wegzudiskutieren, darüber muss man dann reden. Aber wenn wir sehen, dass hier ein Bedarf ist, glaube ich, dann sollten wir auch nicht heute, weil heute das nicht Bestandteil des Antrages ist, aber dann auch künftig über diese Frage reden. Ich glaube, freue mich jetzt auf die Aussprache, würde dann auch was zu den Änderungsanträgen in der Aussprache sagen. Ich glaube aber, im Ziel sind wir uns alle einig, dass wir da in dem Bereich mehr tun müssen, weil wir gerade dort im Landarztbereich der Schuh drückt und die Zahlen deutlich machen, dass das in den nächsten Jahren eher zunehmen wird. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir ein gemeinsames, klares Agieren von Landtag und Landesregierung. Deswegen werbe ich ausdrücklich um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank.